Ich habe ein Geschenk gesucht für die Nichte und habe folgendes Gerät. Ist eine Klasse von Geräten. Die sieht aber alle so, sie sehen alle so ähnlich aus wie dieses hier. Das ist so ein USB-Mikroskop. Ja, USB-A oder USB-C? Da gibt es alle Varianten, weil also Lightning. der Teil, der vorne, gibt es auch mit Lightning, der Teil Sehr gut. vorne, der ist, sieht immer gleich aus. Das ist dieses Modul hier mit so einem schwarzen Zylinder. Dann ist hier so ein Rädchen, wo drauf steht 1600-fache Vergrößerung. Ist gelogen, aber ist egal. Und Okay. vorne ist so eine Acrylspitze und eine Beleuchtung drin. Also wenn das Mikroskop so aussieht, dann ist das so ungefähr so ein 1-Megapixel-Sensor, der dort drin ist. Und es gibt es mit ganz vielen verschiedenen Kabeln hinten dran. Das gibt es entweder einfach mit USB-A für einen PC und dann meldet es sich als Webcam. Oder das gibt es auch mit so Dreifachsteckern für Android OTG mit Lightning und mit normalem USB-A. Und es gibt auch, das habe ich auch noch nie gesehen, es gibt so USB-A-Stecker, den kannst du auffalten und dann ist innen drin ein Mikro drin. Ja, Mikro-USB oder Mikro? Mikro-USB. Mikro-USB, Ja, das ja. war ja auch ein Mikro drin in dem Ja, Ding. wirklich. In dem dicken Teil vom USB-A, wo normalerweise Plastik ist, da passt genauso ein Mikro-USB noch rein. Und für Android gibt es dann eine Auswahl von grandios grauenhaften Apps, die Die halt sind auch mit sicher sehr gut. Webcams sprechen. Also wenn man im Play Store nach so Endoskop-Kameras sucht, dann findet man solche Webcam-Kameras, die Apps, die dann damit funktionieren sollten. Die kann man jetzt mit Demnächst auf Ihrem iPad. iPadOS 17 kann man die als Webcam in FaceTime benutzen, weil die sich als Webcam meldet. Also Bitte wenn du nicht deine diese Kamera als Endoskop benutzen, Leute. Krankenhaus ist safe. FaceTime. Auf jeden Fall. Habe ich gedacht, das wird schon Schmarrn sein. Ja? Und man kann dafür zahlen bei Amazon Deutschland, das heißt jetzt so 25 und dann kommt es morgen. Wenn du eine Woche Zeit hast, dann kommt es für 10 aus China. Und das ist kompletter Quatsch, aber ist super nice, weil du kannst damit halt wirklich sehr, sehr kleine Sachen sehr intensiv vergrößern. Also du kannst zum Beispiel auf dem Geldschein kannst du alle Details sehen. Du kannst den feinsten Druck auf dem Geldschein sehen. Wenn du so dieses, wo auf dem Geldschein so Euro steht, EURO, dann kannst du die einzelnen Balken von dem E sind dann bildschirmfüllend. Und du kannst den kleinsten Mikrodruck auf dem Geldschein kannst du lesen. Und wenn du halt andere Sachen darunter tust, deine Haut oder deine Fingernägel oder dein Bartstoppeln, dann sieht das wirklich, du kannst halt unterscheiden an den Bartstoppeln, ob die mit dem Rasierer trocken oder nass rasiert worden sind, weil du siehst, wie der Rasierer die Haare halt so schief abgeschnitten hat oder so. Ja? Du kannst das dir auf die Stirn draufhalten und dann siehst du deine einzelnen Poren schwitzen. Ja, das ist sehr beeindruckend. Wenn du da drauf stehst, kannst du dir irgendwie eine Ameise besorgen und die mal anschauen. Da kommt halt Video rausgefallen, die bewegt sich dann auch noch. Und du kannst halt mit diesem Ring, der da oben drauf ist, kannst du so ein bisschen scharf stellen und kannst halt so ein bisschen rauszoomen. Wenn du rauszoomst, dann wird es sehr schnell sehr dunkel, weil diese LEDs, die vorne beleuchten, halt nicht so besonders stark sind, aber geht schon. Und ich glaube, das ist ein großer Spaß, so für große und kleine Kinder, sich das mal anzuschauen, so, oder ein Blatt oder ein Gras zu nehmen und mal da irgendwie, also Wiese, nicht das Gras von. Kann man auch, Ja, weil der. wahrscheinlich auch. Und wahrscheinlich, wenn man es vorher geraucht hat, findet man es noch viel beeindruckender. Ja. Ja, und das ist nicht gut oder so. Ein richtiges Mikroskop ist viel nicer. Du kannst aber natürlich auch, wenn du Elektronikbastelei machst, kannst du natürlich in dein Board anschauen, ob du richtig gelötet hast und solche Sachen. Du siehst damit wirklich viel deutlicher Sachen, als was mit meinen Augen auf jeden Fall noch in der Nähe zu machen ist. Und das ist ein sehr hübsches Spielzeug und für einen Zehner ist das auf jeden Fall, glaube ich, wert. Man muss nur drauf gucken, dass man den richtigen Anschluss findet. Hier ist übrigens ein Foto von diesem kombinierten A Das ist und sehr, sehr gut. Das ist Mikro. sehr gut, ja. Ja. Und kommt mit so einem gruseligen Ständer. Der Ständer, der wiegt ungefähr 2 Gramm und kann dieses Mikroskop nicht halten. Der sieht sehr ernsthaft aus Deswegen dem schwebt er auch da Bild. drüber auf dem Ja. Bild. Kann er sowieso nicht Ja, halten. der ist, der, der, der schwebt sowieso, weil er so leicht ist. Also, ja, ist natürlich so ein bisschen Quatsch. Und da gibt es auch bessere. Du kannst auch mehr ausgeben. Dann kriegst du einen mit einem 4K-Sensor, der dann nicht 4K ist, sondern halt irgendwas anderes. Und Hörer gibt gerade noch Tipps, was man mit dem Gras da sehen kann, wenn man das da drunter, ob Haarspray im Gras ist. Das will ich überhaupt nicht wissen, ob Haarspray im Gras ist.
Nicht sicher, wie das funktioniert. Nicht klar. Wie kann das sein? Nein. Auf jeden Fall. Mikroskop sehr, sehr gut, glaube ich, und kostet halt sehr wenig und glaube ich, gibt. Ja. Weißt du auch, wenn die Kinder ein Smartphone haben und das irgendwie da selber benutzen können und da dran stecken können. Und das ist, glaube ich, ein nettes Spielzeug. Und vielleicht mit dem iPad tatsächlich und FaceTime müsste es eigentlich auch gehen. Nee, definitiv, wenn sich das wird sich als Webcam melden können. Ja, ja, tut's. Ich habe es mit QuickTime Player auf dem Mac angeschaut und das hat gut funktioniert. Ich habe eine Version ohne Lightning gekauft. Mhm. Ja. Und weil ich mitdenke, habe ich vergessen, eine Aufzeichnung zu machen, sonst könnte ich euch jetzt meine Bartstoppeln zeigen. Das ist sehr stark. Aber auf den Kataloglistings bei AliExpress, da haben die anderen Kunden haben da sehr gute Fotos gemacht. Vermutlich. Oi, oi.